Das neue Jahr hat bereits begonnen und ein Sturm des Unheils braut sich leider über unserem Land zusammen. 2024 verspricht nämlich mindestens einmal genauso spannend zu werden wie das vergangene Jahr und was unseren Wohlstand natürlich auch betrifft. Mit den Bauernaufständen sehen wir erste Zeichen des wirklichen Widerstands gegen eine inkompetentesten Regierung seit Gründung eigentlich der Bundesrepublik Deutschland. Kein Wunder also, dass unser Land inmitten einer größtenteils hausgemachten strukturellen Krise wirklich steht. Viele Unternehmen sind ausgezehrt und korrigieren in ihren ohnehin schon schlechten Prognosen immer weiter nach unten. Der Pessimismus hat die deutsche Wirtschaft leider fest im Griff, denn die Unternehmen haben ihre Produktion im zurückliegenden November hierzulande insgesamt zum 6. Mal in Folge gedrosselt. Dieser erneute deutliche Rückgang der Industrieproduktion zeigt, dass die Unternehmen immer mehr auf die geleerten Auftragsbücher reagieren. Die zurückliegenden weltweiten Zinserhöhungen als Reaktion übrigens auf die hohe Inflation fordern entsprechend so langsam aber sicher ihren Tribut. Und eine baldige Besserung ist zumindest augenblicklich nicht in sich, denn die Konzerne und Unternehmen schrauben auch ihre Investitionsabsichten leider immer weiter nach unten, wodurch natürlich auch das wertvolle Wachstumspotenzial auf längere Sicht immer geringer zu werden droht. Und die verschlechterten Standortbedingungen und natürlich auch der Verlust an preislicher Konkurrenzfähigkeit auf den Weltmärkten schlagen sich also deutlich nieder und sind längst bei der Mehrheit der vielen Unternehmen hierzulande und Branchen schon angekommen. Ich persönlich übrigens bin der festen Überzeugung, dass die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschlands wieder in den Vordergrund ganz rasch rücken muss. Denn im europäischen Vergleich haben wir mit den höchsten Energiekosten, die höchsten Steuern und Abgaben und leider auch die höchsten Löhne und zugleich eine ziemlich marode Infrastruktur. Wir haben dementsprechend vieles, was uns jetzt als Wirtschaftsstandort nicht nur schlecht dastehen lässt, sondern mittlerweile sogar auch noch auf die Füße fällt. Denn die anderen europäischen Volkswirtschaften wachsen nur wir nicht und das ist natürlich ohne Wenn und Aber überhaupt nicht akzeptabel, in keinster Weise. Doch die allentscheidende Frage in diesem Zusammenhang ist doch immer die, wie man auf dieser Abwärtsspirale überhaupt jetzt politisch reagieren wird. Und unser Wirtschaftsminister Herr Robert Habeck hatte die Chance, die Interessen des Landes über die seiner eigenen Partei zu stellen und beispielsweise die letzten 6 Atomkraftwerke am Netz zu lassen. Damit hätte er über die Energiekosten zu sinkender Inflation beigetragen und damit indirekt auch die politische Mitte gestärkt. All diese Gedankenspiele sind am Ende des Tages aber immer auch eine Frage des politischen Willens. Dabei sollte eigentlich jedem Politiker auch bewusst sein, dass das deutsche Wirtschaftswachstum allein durch die demografische Entwicklung bis 2050 rund 0,9% pro Jahr geringer ausfallen wird, als es bei der gleichbleibenden Bevölkerung der Fall wäre. Das klingt zwar im ersten Moment wenig, ist aber sehr fatal, wie Sie gleich noch genau feststellen werden. Denn inzwischen den Jahren 2000 bis 2020 gab es in Deutschland 3 Rezessionsjahre. Ja, Sie haben richtig gehört, 3. Also etwa jedes 6. bis 7. Jahr war demnach ein entsprechendes Rezessionsjahr. Und in jener Zeit gab es aber zudem 3 Jahre, in denen das Wachstum geringer als 0,9% war. In Zukunft würde daraus folglich ebenfalls Rezessionsjahre, sodass dann etwas jedes 3. ein Rezessionsjahr wäre, wenn die künftigen 20 Jahre ähnlich verlaufen wie die Jahre bis 2020. Doch in den ersten beiden Dekaden des Jahrhunderts profitierte Deutschland in enormem Maße von der Globalisierung und natürlich auch von dem billigen Gas und der Energie aus Russland. Das ist nun aber bekanntlich vorbei, sodass die kommenden Jahre daher sehr, sehr schwierig werden dürften. Am Ende könnte in Deutschland dann nicht jedes 3., sondern vielleicht sogar jedes 2. Jahr Rezession herrschen. Infolgedessen das Wachstum praktisch zum Erliegen kommt.
Genau aus diesem Grunde ist es auch von elementarer Bedeutung, sich in puncto, was den klugen Umgang mit Geld im Persönlichen betrifft, Vermögenssicherung, Vermögensaufbau, hinsichtlich des geografischen Investitionsstandorts richtig zu positionieren, um seine Ersparnisse im Kleinen wie im Großen besser, wirksamer zu sichern. Denn Vorsorge war und ist mit Abstand die beste Sorge. Und in diesem Zusammenhang möchte ich Ihnen gerne unseren exklusiven und kostenfreien Wohlstandsreport ans Herz legen, den Sie übrigens vollkommen kostenfrei sich nach Hause senden lassen können, falls Sie es noch nicht gemacht haben. Unter dem eingeblendeten Link, der auch nochmal hier unter dem Video in der Videobeschreibung zu finden ist, haben Sie die Möglichkeit, sich die entsprechenden Informationen zu holen und sich den entsprechend kostenfrei nach Hause senden zu lassen. Und passend zu bestimmten Investitionsstandorten habe ich erst seit vor kurzem ein Video zum Finanzblatt Schweiz auch mal veröffentlicht, das ich Ihnen auch hier links gerne nochmal eingeblendet habe. Also schauen Sie auch gerne dort mal vorbei und bis dahin alles Gute, Ihr Klaus Oppel.